Der holländische Fotograf Erwin Ullaf wurde 1959 geboren. Er legt mit seinen bissigen Porträts die Mängel und Obsessionen unserer heutigen Gesellschaften offen. 1988 gewinnt er mit seiner Bilderserie in Schwarz-Weiß, Chessman, den ersten Preis des Wettbewerbs junger europäischer Fotografen. Ganz gleich, ob es sich um Auftragsarbeiten oder um persönliche Werke handelt, die Fotografien von Erwin Ullaf fallen immer durch ihre Komposition und ihre besondere Ästhetik auf. Too white. Then the piano player. The dog. Danielle with smoke. With the smoke and the soup. And soup. Then the baby with the baby accessories. With, that is from the father. Father, yeah. One of the boys. Second boy. Atmosphere. Outside. Now we finish the. You see, what is very important is the light. Sehen Sie, das Licht ist sehr wichtig, wenn es um die Atmosphäre eines Bildes geht. Ich benutze beim Fotografieren meistens weiches Licht. Dann kann ich später in Photoshop entscheiden, wo ich den Fokus im Bild haben will. Hallo, mein Name ist Erwin Ullaf und ich bin Fotograf. Das ist alt. Ich suche gerade etwas. Das hier ist ein sehr altes Projekt, das ich schon vergessen hatte. Ich habe das in den späten 80ern gemacht. Sehen Sie sich die Porträts hier an. Das ist mehr oder weniger dasselbe, nur eine Lichtquelle. Und von dort haben wir natürlich auch noch das Tageslicht. Ich wollte unbedingt etwas mit einem Gebäude in Gijón in Spanien machen und dachte dann an die spanischen Maler. Ein Maler kann nämlich bestimmen, wie dunkel oder wie tief seine Schatten werden. Bevor alles digital wurde, konnte man das in der Fotografie nicht, weil es durch die technischen Umstände vorherbestimmt war. Und jetzt gibt mir die Technik die Möglichkeit, wie ein Maler zu arbeiten und zu sagen, ich will hier ganz tief in die Schatten reingucken können, oder ich will, dass es hier ganz schwarz bleibt, wie Sie es hier außen sehen. Das geht heute alles in der Nachbearbeitung. Ich bin nicht Teil der Avantgarde, was das Technische angeht. Aber ich bin ja immer dicht auf der Spur. Während meines Lebens hat sich die Fototechnik enorm entwickelt, was sehr, sehr interessant ist. Nee, vind ik wel mooi. Maar ja. Ja, daar komt die man, daar komt aan het hondje. En in zwart-wit. One, two, look at him, ja. Dat vind ik al stukken beter. Het is ook weer meisjesachtig. This is a new series, yes. Dat is een nieuwe serie. Dat hoop ik jedenfalls. Nog is het een versuch. Ich weiß noch nicht, wie wir weitermachen. Bisher existiert alles nur in meinem Kopf. Die Serie soll Interbellum heißen, also zwischen den Kriegen. Ich habe mich ein bisschen von der Architektur der 20er Jahre in Berlin und von der Mentalität dieser Epoche zwischen den Kriegen inspirieren lassen. Im Grunde ist es eine Kombination aus drei Dingen. Mich fasziniert die Idee, dass meine Nachbarn völlig andere Dinge tun als ich.
einer pupst, einer raucht, einer hat Sex, einer schreibt einen Brief, einer liest. Und das alles passiert ganz nah beieinander. Und ich mag die Bilder von Otto Dix und George Gross. Da ist immer diese sexuelle Aggression. Und wird es schwarz-weiß werden oder ist das nur ein Versuch? Ich würde sehr gern wieder schwarz-weiß fotografieren, wie bei meinen Kohledrucken in schwarz-weiß. Aber ich weiß nicht. Die Farben hier sind auch sehr schön. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten. Aber in Schwarz-Weiß wirkt alles weniger direkt, weniger inszeniert. Irgendwie ist es rauer und es sollte immer etwas raues im Bild geben. Aber jetzt bin ich gerade etwas unsicher. Ich bin mit ihm auf Facebook befreundet und da habe ich den Kommentar gelesen. Suche Model jeden Alters, egal ob Mann, Frau, Kind. Und da habe ich mir gesagt, warum eigentlich nicht? Ich erschaffe gerne meine ganz eigene Welt. Ich glaube, dass die Fotografietechnik meiner Persönlichkeit sehr entgegenkommt, weil sie schnell ist. Ich liebe das Leben. Die Projekte dürfen nicht jahrelang dauern. Ja. It's doing like you really want to open it and don't go too far. Just, you know, because it, I like to see the expression. Only the leg. Open. Yeah, and that's too much, too much. That's. Es sind immer so viele Leute am Set und da ist es schwer, ein wirklich intimes, provokantes Bild zu machen. Ich teste eben gerne Grenzen aus, aber manchmal sind 15 Personen mit dabei. Da muss ich mir etwas einfallen lassen. Das geht nicht weiter so. Wie viele Leute werden es sonst in einem Jahr oder in 10 Jahren sein? 40? 50? Die Stativ da, die moet ook nog even weg. En nu weer naar mij toe lopen. Ja, dan staat u wel lekker bij die archiefkast. Ja. Oh, dat is ook mooi. Maak eens een onderkin een beetje. Hans, als je dus je kin iets dichter naar je strot... Ja, dat. Ah, dat is mooi. En nou iets naar voren in zijn geheel. Oh, daar, ja. Thank you. And now with you again.